Anlässlich der Ferienpassaktion in Bruck stand die Besichtigung des E-Werks in Bruck an der Mur im Programm. Zahlreiche Kinder sind zu dieser Besichtigung gekommen. Ja, wir werden den Schülern und den Kindern heute wieder zeigen, wie der Strom im Prinzip einfach aus Wasserkraft und so gemacht wird. Und dass es da wirklich bildlich, dass sie sich ein bisschen was vorstellen können, zeigen wir noch da einen kleinen Film. Und dann gehen wir durch die Maschinenhalle durch und da das Podium, dort wo der Wassereinlauf ist, zu den Turbinen, da was dann die Generatoren antreibt. Und da kann man sehen, bei den alten Kraftwerken kann man das noch gut sehen, wie das wirklich funktioniert. Und auch der Technikraum ist eine sehenswerte Kulisse. Ja, den Technikraum, da wird jetzt die Warte, da wird jetzt alles im Prinzip überwacht. Wir haben jetzt da eine neue Anlage bekommen. Da sieht man im Prinzip alles über den Computer, da sieht man die Wehranlage und die Maschinen und auch die Rechenreinigung wird alles mit dem PC da überwacht. Aber nicht nur Kinder, sondern auch ältere Besucher waren anwesend, die sich für das Thema Strom interessierten. Weil ich in meinem früheren Beruf war ich Lokführer bei der Eisenbahn, bei der ÖBB und dadurch interessiert mich der Strom überhaupt. Und auch für die Kinder ist es eine interessante Sache, sich mal genau mit dem Thema Strom auseinanderzusetzen. Es ist sicherlich interessant, dass man weiß, wo der Strom in die Steckdosen kommt. Weil von der Steckdose weiter weiß man es, aber bis zur Steckdose weiß das nicht. Die Ferienpassaktion in Bruck geht ihn auch eine Zeit lang mit weiteren sehr interessanten Programmpunkten.